In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie das neue Informationsfenster von Solibri aufgebaut ist. Das Informationsfenster sieht auf den ersten Blick genau gleich aus wie die alte Version. Neu hinzugekommen sind aber Tabs, welche Eigenschaften gruppieren. Im ersten Tab haben wir die BIM-Daten und wir sehen hier, dass eine Struktur darunter aufgebaut ist mit weiteren Tabs und dass wir eine Ordnerstruktur für unterschiedliche Eigenschaften haben. Und diese Daten sind nun schön strukturiert. Ich habe hier noch weitere Tabs. Auch hier haben wir eine schöne Struktur drin und wir sehen, dass auch bei einem Wechsel zwischen den Tabs die zugeklappten oder aufgeklappten Eigenschaften dargestellt werden, wie ich sie vorhin angeschalten habe. Dies ist nun ein Tab, der Eigenschaften von einem IFC-Modell darstellt. Die IFC-Daten sind nach wie vor mit einer blauen Farbe gekennzeichnet. Wir haben hier noch weitere Eigenschaften mit weiteren Tabs, die jetzt alle so schön strukturiert daherkommen. Die gewünschten oder gesuchten Daten sollten nun mit dieser Struktur einfacher auffindbar sein.